Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Filmfest München Publikum, mein Name ist Thilo Wüthra. Ich darf Sie im Namen des Filmfests München ganz herzlich begrüßen hier im Gasteig in der Blackbox zu einem weiteren Filmmakers Live. Und vorweg nur kurz zum Pragmatischen, zum Organisatorischen. Margarete von Treutter und ich werden in etwa eine halbe Stunde miteinander reden und irgendwann werden wir den Raum zu Ihnen aufmachen. Also wem dringende Fragen auf dem Herz oder woanders brennen, der möge sich dann melden. Es ist ein Gespräch nach der ersten Hälfte, also mit Ihnen. Ja, und Margarete von Treutter hat einen Film gedreht, der Auf der Suche nach Ingmar Bergman heißt, und wir werden uns gemeinsam im Zwiegespräch auf diese Suche begeben. Der Film hat Deutschlandpremiere um 17 Uhr heute nebenan im Karl-Orff-Saal, und für Sie vielleicht auch noch die Information, dass am Samstag, dem 7.7. im Filmmuseum um 11 Uhr der Film nochmal gezeigt wird. Ja, und Margarete von Treutter, Sie kennen sie alle. Sie hat Filme gedreht wie Die bleierne Zeit, Rosa Luxemburg, Das Versprechen, Rosenstraße, Hildegard von Bingen, Hannah Arendt. Sie hat nach 25 Filmen für die große Leinwand und den kleinen Fernsehbildschirm ihren ersten Dokumentarfilm gedreht. Das ist also auch für sie eine Premiere, quasi ein Debüt, wenn man so will. Und ich bitte Sie jetzt sehr herzlich, Sie zu begrüßen, Margarete von Treutter. Ja, ich habe ja von draußen schon gehört, dass er gesagt hat, meinen ersten Dokumentarfilm, den habe ich aber nicht alleine gedreht. Also ich hatte sehr, sehr gute Helfer. Das muss ich gleich mal zu Anfang hier sagen. Ich hoffe, die sitzen auch irgendwo hier. Felix? Ja, Felix Möller, mein Sohn, ist Dokumentarfilmer. Und nur weil er mich ermutigt hat und gesagt hat, naja, ich werde dir schon irgendwie helfen, habe ich das überhaupt gewagt, das Abenteuer einzugehen. Und Bettina Böhler, meine Katharin, aber eben nicht nur Katharin, wo ist sie? Nee, die ist, ah, die ist auch da. Bitte steh doch mal kurz auf, dass man dich auch sieht. Und Felix auch. Also eigentlich müssten die jetzt hier neben mir sitzen und mit mir antworten, aber er wird ja nicht nur über diesen Film reden Nein. wollen, sondern auch über andere Filme. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass ich hier alleine bin, einsam. Aber Sie sitzen im Publikum und ja. sind dabei. Margarete, lass uns doch beginnen vielleicht im Jahr 1960. In Paris, du lächelst schon, ich weiß warum. Du hast den ersten Film von Ingmar Bergman gesehen, Das siebente Siegel. Und man kann das sicherlich bezeichnen als eine Art Initiation oder Initialzündung für dich. Genau, naja, vor allen Dingen, also nicht nur wegen Bergman und wegen dieses Films, sondern Film insgesamt, Kunstfilm, Film, ja, also ich habe vorher mit Film nichts am Hut gehabt, sagen wir es mal so flapsig. Meine Mutter und ich sind dann vielleicht mal, wenn es regnete, am Sonntag in irgendwelche Heimatfilme oder so, diese Melodramen mit, wie hießen die? Von Helmut Keutner zum Beispiel. Naja, na gut, also das darfst du nicht erwähnen, weil ich habe im 12. Jahr einen Keutnerpreis bekommen und hatte noch nie einen Keutnerpreis Film gesehen. Das musste ich dann alles nachholen, habe begriffen, dass der natürlich sehr gute Filme gemacht hat. Aber wir haben die ja alle nicht gesehen. Und ich kam nach Paris, um dort zu studieren und hatte nichts, also vor, irgendwie ins Kino zu gehen. Und dann habe ich junge Franzosen, Studenten kennengelernt, die große Begeisterte von der Nouvelle Vague waren. Und Nouvelle Vague war ja 57, 58 in Frankreich entstanden. Und die haben wiederum, also Truffaut, Chabrol und Godard, wie sie alle hießen, die haben die großen Amerikaner entdeckt, also Ford und Hawks und so weiter und Hitchcock,
einer seiner Lieblings, ja, und Bergmann. Und die haben mich also in diesen Film Siebte Siegel mitgenommen, ja, und haben mich also vorher richtig bearbeiten müssen. Und ich sagte, ach nee, Film und so. Und dann habe ich diesen Film gesehen und deswegen hat er mich auch so beeindruckt, weil das war der erste wirkliche Film, ja, den ich gesehen habe. Die anderen kann man wirklich vergessen, ja. Also insofern war das auch, wie du sagst, eine Initiation. Also ich war einfach so beeindruckt und einfach überrascht, dass sowas möglich ist, dass man so ein Kunstwerk machen kann. Ja. Und das Interessante ist ja jetzt an deinem Dokumentarfilm auf der Suche nach Ingmar Bergmann, dass du in der ersten Sequenz am Strand, das muss ich ablesen, in Hovshalla, ja, einem schwedischen Naturreservat gedreht hast, ja, und spürbar ganz angefasst bist, weil du sitzt auf diesem Stein, auf dem quasi der Film beginnt und wo das Schachbrett dann später steht und der Tod kommt und wirklich ja auch sagen musst aus dem Off über die Voice-Over, hier begann eigentlich alles damals, 1957 respektive 1960, es ist beides fast 60 Jahre her. Naja, eben. Also ich hatte mir das so ausgedacht, dass ich also an diese Küste wollte, ich wusste aber nicht, dass man da also erstmal eine Stunde lang durch Wildnis absteigen muss, bis man da hinkommt. Ja. Und da es Naturschutzgebiet ist, ist da auch kein richtiger Pfad und nichts, also es sind Riesensteine und einer musste mich von vorne halten, dass ich nicht abstürze und einer hat mich von hinten am Kragen. Und das waren unsere ersten Drehtage, also das war schon Gewalt. Ich habe was auf mich genommen, um ihn zu ehren, sagen wir mal so. Und das ist, Hovhallan ist an der Küste, also an der, wenn man sich jetzt Schweden vorstellt, links an der Küste. Weil, ja, also jetzt ist im, wie ist es denn, Osten? Westen. Westen. Im Westen. Und da hat er am Anfang gedreht, da kannte er Farö noch nicht, seine Lieblingsinsel. Da hat er Gaben der Gaukler gedreht und eben das Siebte Siegel. Und später ist er dann, nachdem er Farö entdeckt hat oder für ihn entdeckt wurde und er sich dann in die Insel verliebt hat, hat er dann nur noch Filme dort gedreht. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben noch dort und ich war dann so, ich wusste, ich wollte es da anfangen. Das war also schon meine erste Idee. Wenn, dann muss der Film dort beginnen. Ja, und dann plötzlich saß ich auf diesem Stein, wo eben vorher im Film Max von Sydow sitzt. Und da ist es wirklich so über mich, genau, 60 Jahre, vor 60 Jahren ist hier der Film gedreht worden. Und das hat mich irgendwie so bewegt, dass ich erstmal gar nicht richtig reden konnte oder man mir das angehört hat, dass ich so ein bisschen also von der Rührung überwältigt wurde. Und Gott sei Dank hat die Bettina das dann so gelegt, dass es nur aus dem Off war und man mein Gesicht nicht gleichzeitig gesehen hat. Das hätte mich sehr verraten. Also so kann man das, glaube ich, Sie werden ja den Film vielleicht dann sehen. Also so, glaube ich, geht es. Aber das fängt eben an mit dem Beginn von Siebte Siegel und das fängt an mit einem schwarzen Himmel und einem schwarzen Vogel darin. Ja. Also das ist schon ein Zeichen, dass das ein sehr schwerer Film wird. Könnte man fast direkt eine Parallele, wo du jetzt den Vogel erwähnst, zu Rosa Luxemburg ziehen und dem Raben. Ja, genau, der Rabe. Am Anfang, ja, wo Barbara Sokowa aus dem Gefängnis rausschaut und dieser Rabe oder diese Krähe hüpft da durch den... Nein, sie hüpft neben ihr her. Sie geht durch den Schnee am Anfang. Also sie gehen zusammen in der Sequenz sogar. Und der Rabe, genau, der hüpft neben ihr her, ja. Mhm. Ja, vielleicht habe ich es aus deswegen auch schon wieder gemacht. Ich weiß ja immer nicht, wo ich meine Inspiration hernehme. Das sinkt, alles, was ich sehe, sinkt ja in einen ab, also ins Unterbewusste. Und manchmal, wenn man so etwas braucht, holt man es dann rauf, ohne es zu wissen, dass man das irgendwo herholt. Ja? Ich weiß noch, wie ich Schwester in der Balance des Glücks gemacht habe. Nee, Hella Wahn. Und da ist Angela Winkler, die malt immer, die geht immer in Museen und malt die großen Meisterwerke, die in Farbe natürlich gemalt sind, schwarz-weiß ab. Und ich dachte, ich habe das erfunden.
fand ich eine gute Idee. Und dann, als der Film schon lange fertig war, fiel mir ein, dass ich auch in Paris, als ich da war, um auch den Bergmann zu sehen, dass ich da immer in Louvre gegangen bin. Ich wollte ja Kunstgeschichte studieren. Mit Film hatte ich ja eigentlich gar nichts vor. Das kam dann. Und da saß eine Dame oder eine Frau immer und malte genau die farbigen Bilder in Schwarz-Weiß ab. Und das hatte ich total vergessen. Ja, und wenn man dann was braucht, kommt es auf einmal wieder hoch, ja. Also Bleine Zeit wäre auch, finde ich, ein gutes Beispiel, dass du diese beiden Gesichter von Jutta Lampe und Barbara Sukowa, das ist eine ganz fast ikonische Sequenz eigentlich aus deinem Film, übereinander gleiten lässt, kurz. Ja. Die eine Schwester besucht die andere. Und ja, Bergmann hat das in Persona gemacht, 1966. Und dass bei dir immer wieder solche Motive vorkommen, die dich ja letzten Endes mit ihm verbinden, die du aber vielleicht selbst aus deinem, wie du gerade schon so schön sagtest, aus dem Unterbewusstsein herausholst. Ja, ne, vor allen Dingen, also als ich Bleine Zeit machte, hatte ich Persona, ich habe viele, viele seiner Filme gesehen, aber nicht alle. Also Persona hatte ich zu dem Zeitpunkt eben noch gar nicht gesehen. Umso erstaunlicher. Ja, umso erstaunlicher. Und alle sagten mir, na, das hast du ja, natürlich hast du da Persona halt abgekupfert und so. Aber nein, das kam auch, weil das ging ja um Christiane und Gudrun Enslin. Und die Christiane hatte mir erzählt, dass es so schwer war, zum Schluss, also nach Stammheim, erst war ja die Gudrun in einer normalen Anstalt, also in einer normalen Haftanstalt, aber dann in Stammheim hatten sie also Trennscheiben, um sich zu besuchen, miteinander zu reden, gab es diese Glastrennscheiben. Und darin hat man sich natürlich gespiegelt. Man konnte sich nie so richtig sehen, weil man immer den anderen ja auch gespiegelt sah. Und das hat natürlich dann auch das Bild ergeben. Also das war jetzt gar nicht mal meine Erfindung, sondern ja. Ich habe eben diese Situation nachgestellt und dabei hat sich das ergeben. Ja. Aber es ist ein sehr schönes Bild, weil aus Zweien wird kurz eine. Ja. Und das ist ja bei dir ein ganz großes Thema in deinem Werk. Das stimmt, da hatte ich Glück. Dieses Dualistische, das Doppelgängermotiv. Ja, manchmal hilft einem die Wirklichkeit, zu dem zu kommen, was man auch sagen will. Mhm. Und das, was ich besonders erstaunlich daran fand, dass in dem Moment, wo die beiden Bilder sich total überschneiden, also ein altes Gesicht dabei rauskommt. Also die beiden ergänzen sich fast in ihrem Alter und werden zu einem alten Gesicht. Und das hat mich selber erstaunt. Also das hatte ich nicht vorhergesehen, dass das so weit geht. Ja. Dann gibt es ebenfalls in die Bleine Zeit dieses Bild in der Retrospektive, im Rückblick auf die Kindheit der beiden Geschwister, der beiden Schwestern, wo man nach oben schaut in einer Perspektive und den Vater, der Priester war, in der Kanzel sieht. Und in deinem Dokumentarfilm jetzt über Ingmar Bergmann gibt es dieses Schwarz-Weiß-Foto von Ingmar Bergmanns Vater, Erik Bergmann, der nebenbei 1937 die Schauspielerin Ingrid Bergmann und ihren Mann Peter Lindström getraut hat. Und es gibt dieses berühmte Foto von ihm, schwarz-weiß, in der Kanzel herunterblickend. Mhm. Und es ist fast, als ob du dieses Foto gekannt hättest, aber du hast es natürlich nicht gekannt. Nein, das Foto habe ich jetzt als bei der Recherche für diesen Film zum ersten Mal gesehen. Aber ich habe verstanden, naja, da wirst du noch drauf kommen, ich werde nicht vorweggreifen. Aber springen wir doch mal aus dem Jahr 1957 in das Jahr 1977 und gehen in die Obermeierstraße hier in München. Ingmar Bergmann ist 1976 ja aus Stockholm über einen Umweg Los Angeles hierher nach München gekommen, weil er Probleme mit der Steuer hatte in seinem Heimatland. Also er hatte keine Probleme. Oder mit der Steuer hatte mit ihm Probleme. Ja. Aber die haben vorgegeben, also die Steuerbehörde in Stockholm hat vorgegeben, dass er seine Steuern nicht gezahlt hat und hat ihn also aus dem aus dem Theater mit Polizei sozusagen abgeholt und aus der Probe heraus. Und um ihn dann zur Polizei zu bringen und ihm da also diese Vorwürfe zu machen. Und das hat ihn derartig gekränkt. Das war eine sozialdemokratische Regierung ja damals. Olaf Palme war sogar sein Freund. Und dass man ihn so behandelt hat, also wie einen normalen Kriminellen, das hat ihn derartig wirklich geschafft und gedemütigt und verletzt.
dass er eine Zeit lang sogar in psychiatrische Anstalt musste, weil man Angst hatte, er würde sich umbringen. Und dann ist er eben richtig gehend aus Schweden geflohen, ja, und hat gesagt, da will ich nicht wieder hin, das ist nicht mehr mein Land. Das hat mir die Ehre genommen. Und ich kann ihn in einem Land, das sagt er dann, wenn Sie den Film sehen, auch kriegt dann kurz darauf den, in der Paulskirche in Frankfurt den Goethepreis. Und in seiner Rede redet er dann sogar davon, dass er in einem Land nicht leben kann, das ihn derartig gekränkt hat und auch nicht arbeiten kann. Und deswegen ist er dann nach München gekommen ans Residenztheater. Da hat er Gott sei Dank schon vorher, glaube ich, Kurt Meisel. Ah, da bist du ja. Danke, Frau Russek. Auch die Rita Russek ist da, wie wunderbar. Ich habe dich nicht entdeckt, als ich reinkam. Wie schön. Nein, Rita Russek ist ja... Willkommen. ja. Ja, und er hat hier gelebt seit 1976, ne, hat am Residenztheater gearbeitet, hat hier das Schlangenei gedreht und natürlich den Marionettenfilm aus dem Leben der Marionetten. Dazwischen ist er nach Oslo gegangen, hat dort mit Liv Ullmann und Ingrid Bergmann Herbstsonate gedreht. Aber 1977 war er bei dir und deinem damaligen Ehemann Volker Schlöndorff in der Obermeierstraße im Lehel. Und erzähl doch mal davon. Naja, da bist du dem Menschen begegnet, den du quasi seit dem siebten Siegel... Ja, naja, ich bin ihm begegnet, das stimmt, zum ersten Mal so von Angesicht zu Angesicht. Er hat ja auch einen Film gemacht, das Angesicht gesehen. Und gleichzeitig waren wir, Volker und ich, sehr schon vorher mit Sven Nykvist befreundet. Das ist also einer der beiden Kameraleute, mit denen er sehr, sehr viele Filme gemacht hat. Und wir hatten mit ihm Strohfeuer gedreht und Volker dann auch nochmal die Georgina's Reasons. Also wir haben uns mit ihm angefreundet. Immer wenn er in München war, kam er zu uns und hat natürlich immer über Bergmann geredet und Bergmann erzählt. Also insofern, als er dann da stand bei uns, hatte ich gar nicht so das Gefühl, ach, das ist ja jemand, den ich zum ersten Mal sehe, sondern das war irgendwie schon so ein guter Vorlauf durch die Erzählung von Sven gewesen. Und dann, ja, haben wir am Tisch gesessen und uns die Hand gehalten. Ich erinnere mich noch an dieses heftige Handhalten. Ich habe das so in Erinnerung, als ob wir uns die ganze Zeit die Hand gehalten hätten. Aber es ist ja natürlich eigentlich unmöglich. Und der Volker sagte mit, ach was, natürlich, wir haben uns eine Zeit lang an der Hand gehalten, aber danach haben wir ganz normal gesprochen. Aber das sieht man wieder, wie ich das in meiner Erinnerung umgedreht habe, weil ich das eben so schön fand, habe ich das Gefühl gehabt, wir haben uns die ganze Zeit die Hand gehalten. Ja, vielleicht war es ja auch so. Ne? Naja, nein, naja, ich glaube, der Volker hat da schon recht. Also ganz so sentimental waren wir vielleicht doch nicht. Aber es war eigentlich gekommen, um Volker Schlöndorff ein Projekt vorzuschlagen, was man ihm selber angeboten hatte in Schweden, nämlich Gösta Berling zu verfilmen. Und da er nicht mehr nach Schweden zurück wollte, denke ich mir, dass er dachte, der Volker hat Blechtrommel gemacht und der wäre eigentlich der Richtige für so einen Stoff. Aber das wollte er nicht. Also das ist dann ziemlich schnell klar gewesen, dass er das nicht machen will. Du hast vor kurzem in einem Gespräch gesagt, dass du jetzt nach dem Dokumentarfilm, den du über Ingmar Bergmann gemacht hast, sein Ausgesetztsein richtig begriffen habest. Und Ausgesetztsein hat ja auch was mit Unbehaustsein zu tun und mit Fremdheit vielleicht. Also fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Was hat das mit dir gemeint? Naja, also ich glaube, er hat sich ja wenigstens bis auf den Moment, wo er aus dem Land weggegangen ist, hat er sich dem Land zugehörig gefühlt. Also das war seine Heimat, das war seine Sprache, das war seine Landschaft, das war sein Theater, das waren seine Schauspieler. Also er hat sich da wirklich zu Hause gefühlt. Deswegen eben auch diese unglaubliche Kränkung und dieses daran fast Zerbrechen, dass er weg musste. Ja. Also das habe ich nie empfunden. Ich habe mich immer heimatlos gefühlt und nie irgendwo zu Hause. Deswegen kann ich auch in Rom leben oder in Paris leben oder noch woanders. Also das ist mir einfach nicht geglückt. Durch meine Geburt bin ich staatenlos gewesen. Also meine Mutter konnte auch nichts dafür, aber dadurch bin ich eben nicht so richtig eingewurzelt. Außerdem in Berlin geboren,
Und meine ersten Erinnerungen sind Ruinen. Wie kann man sich da zu Hause fühlen in Ruinen? Also das ist ja wirklich die Fremdheit schlechthin. Ja, und ich denke manchmal, wenn Kinder mit der Mutter oder Vater auch, bei mir war es die Mutter, aber durch ihre Geburtsstadt gehen, so Paris oder Rom, die lernen gleich, was Geschichte ist. Ja? Also die Geschichte ihres Landes, ohne dass sie noch wissen, dass sie Geschichte oder Architekturgeschichte oder so. Ja, was konnte ein Kind in den Ruinen lernen? Nur die Zerstörung. Ja, also das ist schon, wenn man das als Kind so mitbekommen hat, ist das, glaube ich, ganz verständlich und erklärbar, warum man dann nicht irgendwo eine Heimat findet. Ja. Und ich bin eben bis zu meiner ersten Ehe staatenlos gewesen. Das heißt, ich hatte keinen wie Sie, wie die Bundesbürger, einen grünen Pass. Jetzt mittlerweile ist der ja, glaube ich, auch nicht mehr grün. Nee, jetzt kriege ich mal so kleine Karten. Aber der war eben lange Zeit grün und unser Pass war grau. Und hieß Fremdenpass, Alien Passport. Und wenn man also Alien, da denkt man natürlich gleich an diesen schrecklichen Film, wo das Alien aus dem Bauch hervorkommt. Also daran denken wir jetzt nicht. Ja, nein, aber ich meine, das war schon irgendwie, als sei man ausgesetzt, ja. Und deswegen, gut, also Heimat kann Edgar Reitz sprechen, aber ich sicherlich nicht. Und er hat kürzlich, habe ich es in Material gesehen, in einem Making-of, in einem Gespräch mit ihm, mit Ingmar Bergman, dass er sagte, er hat dann Englisch gesprochen in dem Gespräch, I always felt lonely. Naja, das kann man, ich meine, ich kann das ja auch nur glauben, weil ich es von ihm höre. Aber wenn ich seine Filme ansehe, sind es schon sehr viele Filme, die mir sagen, dass er sich oft einsam gefühlt hat, auch wenn er doch immer umgeben war von Menschen. Und vor allem zum Schluss Ingrid Bergman, mit der war er, wie lange, 20, 25 Jahre verheiratet. Ne? Noch länger. Ja, lange. Aber jedenfalls so, dass er wirklich ein Zuhause hatte. Und trotzdem hat er eben immer diese Albträume gehabt und konnte nachts nicht schlafen, musste Schlaftabletten nehmen, hatte immer wieder Albträume, aber auch Ängste. Und ich glaube, das war ein Teil von ihm. Und wenn man in der Nacht, das kenne ich auch, wenn man alleine, selbst wenn man jemanden neben sich hat, der aber schläft und man selber ist wach und hat diese Vorstellungen und Ängste, dass man dann auf jeden Fall immer alleine ist und sich einsam fühlt, ja. Und dann hat er natürlich auch noch zum Schluss eine Landschaft gewählt, wie Fahre, wo man auch also willentlich einsam ist und allein ist. Ja. Das ist also keine Insel, sieht man ja auch aus den Filmen, die so einladend ist. Mhm. Und trotzdem kann man sich da wohlfühlen, aber weil sie so ist. Ja, auch da findet man eine andere Art von Einsamkeit, die sich in dir spiegelt. Mhm. Und er hat ja auch diesen Wohnort auf Farö selbst gewählt. Und das ist ja nun auch kein Ort, der wirklich von, wie soll man das formulieren, also stark besiedelt ist. Das nein, ist ja nein. Quasi also jetzt mittlerweile im Sommer kommen da natürlich viele Gäste hin. Also Touristen. Wir haben jetzt gerade nochmal, war ich da gibt es immer eine Bergmann-Woche im Sommer. Und da war ich das erste Mal ein Jahr nach seinem Tod, also 2008. Und jetzt eben wieder, genau 10 Jahre danach, haben sie mich eingeladen. Und man merkte richtig, also ich war ja damals auch im Sommer da, dass jetzt noch viel mehr Menschen da sind. Also die Insel ist halt im Sommer sehr schön auch und so viel, wie sie überhaupt aufnehmen können, so viel Hotels oder Häuser gibt es ja gar nicht, wo man wohnen kann, aber dass das schon ein Anziehungspunkt geworden ist und ich glaube nicht nur wegen Bergmann, sondern einfach wegen der Schöne auch der Insel, aber im Winter leben da nur 500 Menschen, ja, oder im Herbst, also das ist schon, da ist man schon allein, aber das hat er ja gesucht, also ich meine, das ist eine Einsamkeit, die ihm nicht aufgezwungen wurde, sondern die er gesucht hat. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Trauen Sie sich, wagen Sie es, melden Sie sich. Ja, da ist jemand. Da hinten, ja. Sie haben ja einen,
Sie haben ja einen Titel gewählt, der so ein bisschen auf Proust verweist. Ja, und als Sie diesen Felsblock erwähnt haben, da dachte ich dann auch gleich an diese Anfangssituation des Erinnerns. Und ich wollte eigentlich fragen, inwieweit für Sie jetzt auch in Bergmann was es so nicht mehr geben kann, was verloren ist, also was ja die Bedingung ist auch für das Erinnern bei Proust, wie da sowas mitschwingt und was vielleicht auch zur Titelwahl beigetragen hat. Also der Felsblock als Madeleine gewissermaßen. Haben Sie denn den Film schon gesehen? Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ach so, weil Sie von Felsblock reden. Ja. Da gibt es nämlich zum Schluss einen riesen Felsblock, unter dem ich stehe. Ja, das ist auch auf Fahre gibt es diese riesen Blöcke und das ist also der größte, der so sieht aus wie ein großer Kopf, großes Gesicht und ich stehe da ganz klein drunter. Und das ist für mich irgendwie so ein Symbol dafür, dass ich eigentlich immer noch so klein vor diesem Giganten bin. Aber er hat so der Felsblock neigt sich so über mir und so, dass ich mich auch irgendwie geschützt fühle. Also beides. Ja. Und weil Sie von Proust reden, naja, also da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Das wäre, glaube ich, sehr vermessen, sich mit Proust da irgendwie zu vergleichen. Aber das Suchen, das hat sich halt ergeben, der Titel, weil ich in dem Film immer wieder mal bin ich auf der Fähre und dann, also man merkt, ich bin unterwegs, ja. Und ich bin immer wieder neugierig auf den Nächsten, den ich begegne und der mir wieder was erzählt vielleicht von Bergmann, was ich noch nicht wusste. Weil ich habe mich als Filmemacherin natürlich zunächst mal, bevor ich wusste, dass ich diesen Film mache, immer nur für sein Werk interessiert. Also ich war jetzt nicht so, dass ich da nachgeguckt habe, wie hat er denn gelebt und wie viele Frauen hat er gehabt und wie viele Kinder. Also Filmhistoriker müssen das sehr wahrscheinlich machen, aber ich habe das nicht gemacht. Und deswegen habe ich auch so viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Und habe auch gemerkt, dass doch seine Filme sehr, sehr viel mit seinem eigenen Leben zu tun haben. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es ist wie so ein Fotoalbum, was man aufschlagen kann, ja, und sieht darin die jeweilige Situation von ihm auch in seinem eigenen Leben. Und wenn er sehr deprimiert war, sah man das eben auch in seinen Filmen. Ja. Weitere Fragen? Dort auf der linken Seite, ja. Mikrofon kommt. Dankeschön. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Kann ich in Englisch? Can I say it in English? Yes, sure. Last week I was at the screening of the Herb Sonata in Oslo, where Liv Ullmann also was there. Oh. And she said that, well, of course, Ingmar is a filmmaker, but he also wanted to be recognized as a writer. That was very important for him. Yes. Is also in the film, and you see the film. She says it's also in the film, but it's well known that he wanted to be in a certain way in the level of Ibsen and Strindberg. And when he did, kann ich Englisch sprechen? Sie verstehen das alles? When he did here at the theater, he did these three pieces on plays in one evening. Strindberg, Ibsen and his own marriage, scenes of a marriage, for the first time on scene, and so that was the beginning of him as a writer for theater, because before he did write for a cinema, but that was, and nowadays he is. Perhaps more shown or more played in the theaters, and his films, the script of his films are changed into theater plays, so that he is surviving with what he wanted as a writer. And I found that is wonderful for him and for us too, perhaps. Yeah. Noch eine Frage daneben, ja. Margarete. It's okay for you, my answer? You're set? Okay. You understood that? She said he's more played now than Strindberg, and that must be a big satisfaction for him.
Daneben war eine Frage. Ja, yeah. Margarita, I haven't seen your film yet, but how did you choose the various filmmakers that are interviewed in the film? And are there any filmmakers who did not want to appear in the film? Ah, yeah, the production wanted, as always, or the distributors, they wanted that I'm asking Scorsese and Woody Allen and these big names. And we even tried, but I think they didn't react very directly. And I was very, very, very satisfied because I didn't want to ask them. They already spoke so often about Bergman. Now, you can open YouTube and immediately you find an interview with Scorsese, how much he liked Bergman, and also with Woody Allen and many others. And I wanted to go searching, no, for others to speak with first sure with his son, who is in the film, who never did an interview with somebody else, and that was the first time he spoke about his father and his childhood and also his mother. And then, for instance, Olivier Assayas, a French director, who went to interview him already in 1990 for the Kayudi Cinema, and he did. They were together for 5 days in Stockholm, and so. And he was already a filmmaker then, and Bergman saw one of his films, what was very. Normal for him. He always saw every film of all the European filmmakers, but also of others. And when he came there to make the interview, Bergman already saw his films. Winterkind, that was a winter child, the child of... So, yeah, that's it. Nein, es sind ganz wunderbare Gesprächspartner in dem Film. Also Jean-Claude Carrière, auch Olivier Assayas, Liv Ullmann, also ganz, ganz viele. Ja, Daniel Bergman ist natürlich ja. Von einer großen emotionalen Wucht präsent, in diesem Film, ja. Sehr präsent. Und wie du gerade richtig gesagt hast, das erste Interview, das er überhaupt gegeben hat über seinen Vater. Ja, und das war auch wirklich sehr explosiv. Also man hatte richtig das Gefühl, er hat sehr lange gewartet und hat sehr viel in sich hin mit sich herumgetragen und dass das irgendwie fast wie so eine Explosion aus ihm heraus musste. Ja, das hat mich auch sehr bewegt. Ich hatte sogar, es war sogar erschreckt, was er alles über seinen Vater sagt, aber gleichzeitig kann man es auch verstehen. Ich meine, er hatte zwei Eltern, die beide große Künstler waren. Seine Mutter war Pianistin. Und die war auch immer unterwegs und wenn sie nicht unterwegs war, musste sie üben. Also dass die beiden sich nicht so um ihn haben kümmern können, das kann man auch nachvollziehen. Ja. Naja, und dann Jean-Claude Carrière, wie er schon sagt, es ist also ein Autor, ein Buchautor, aber auch ein Skriptautor, also ein Drehbuchautor, der sehr viel mit Buñuel zusammengearbeitet hat. Und der war mal eine Zeit lang, also ich glaube ein Jahr oder so, mit Liv Ullmann zusammen und hat auch Bergman, also mit ihr zusammen, dann besucht. Da war sie schon lange nicht mehr mit Bergman. Also er hat ihn auch persönlich gekannt und er redet wunderbar. Ist ein ganz großer ein Raconteur. Ja, ein Raconteur, genau, ja. Vielleicht um ganz allmählich zum Ende zu kommen, die Frage, dieses sich biografische Annähern an Ingmar Bergman, das Austarieren von Nähe und Distanz. Gibt es da etwas, was dir leichter gefallen ist oder was dir schwerer gefallen ist? Kannst du da irgendwas ausmachen? Also es ist ja manchmal ganz schwierig, Nähe herzustellen, auch bei den Zeitzeugen, bei den Interviewpartnern und doch so eine gewisse Distanz zu wahren. So. Also du bist ihm nahe gekommen, du bist ihm naja, ihm sehr nahe gekommen, weiß ich nicht. Ich bin ihm sicher näher gekommen in dem Moment, wo wir zusammen in der Jury waren. Ich bin den Menschen nahe gekommen, die ich befragt habe. Das hat mich gefreut, dass ich manche, wie zum Beispiel Rita, dadurch hat kennenlernen können und wir also auch jetzt befreundet sind. Also Rita Russek und Gabi Dohm. Das ist noch Gabi Dohm. Gabi Dohm ist da. Wo ist sie?
Ist nicht da? Nein, die kommt dann hinterher. Kommt aber gleich zur Premiere. Ja, also das waren sehr schöne Begegnungen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Menschen, denen ich, kommt vielleicht auch daher, dass ich sonst Regisseurin bin und auch mit Schauspielern zu tun habe, dass ich vielleicht auch auf Schauspieler anders eingehen kann, als jemand, der einfach nur so mit einem Mikro hinkommt und ja, also weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich immer das Gefühl von einer sehr großen Sympathie und Nähe. Ja, das Einzige, was ich ja eben schon erzählte, ein bisschen erschrocken war, war beim Daniel, bei seinem Sohn. Aber sonst auch Gunnel Lindblum haben wir auch interviewt, also und wer noch, wenn ich jetzt nicht kenne, dann Stig Björkman, das ist auch ein Stig Björkman, you will know him, he is a Swedish Director and Writer, und der war sehr offen und hat mich auch durch Stockholm geführt und hat mir gezeigt, wo Bergman immer essen ging, also in sein Lieblingsrestaurant, und hat sehr schön auch Bergman-Filme analysiert. Ja. Da ist noch eine Frage. Bitte. Das ist ja ganz interessant, wenn man jemanden schon so ein bisschen kennt, und dann kennt man privat, aber man hat vorher schon in sein Werk gesehen, also da vermischt sich ja vieles. Ich kenne das von mir auch, ich bin auch Journalistin, wie das ist, wenn man jemanden kennenlernt. Man hat ja einerseits Respekt, man hat aber auch vielleicht auch irgendwie ein bisschen, wenn man sich auf eine Recherche begibt, auch ein bisschen Angst, Sachen herauszufinden, die man vielleicht gar nicht so genau wissen will oder die das Bild vielleicht auch ändern können von der Person, die man hat, vielleicht auch das sehr respektvolle Bild. Gab es bei Ihnen auch sowas? Also mich würde interessieren, wie lang war dieser Prozess dieser Recherche, und haben Sie irgendetwas herausgefunden, was Ihr Bild irgendwie wesentlich verändert, erschüttert irgendwie oder überrascht hat? Also haben Sie eine spezielle Entdeckung gemacht, die besonders intensiv oder unerwartet war in diesem Prozess? Naja, es waren schon viele, die unerwartet waren, waren auch Sachen, die wie viel ihn vielleicht in ein anderes Licht gesetzt haben als das, was ich erwartet habe. Aber also ich bin ja nicht ausgezogen, um das fürchten zu lernen, wie man so schön sagt, sondern ich wollte ihn besser kennenlernen, und selbst dass ein Genie, wie er nun mal ist, kein Engel ist, das kann man sich auch denken. Ja, also dass man da vielleicht auf Züge stößt, die man eigentlich bei jedem Menschen annimmt. Aber man denkt ja immer, wenn jemand so ein großer Künstler ist, dann muss er auch ein ganz großer Mensch sein und ein wunderbarer Vater und eine wunderbare Ehemann und so weiter. Aber das trifft eben sehr selten zusammen. Und da fragt man sich dann, kommt die Kreativität vielleicht gerade daher, weil man eben ein zerrissener Mensch ist und nicht heil. Ja, die heilen Menschen, die gehen in die Kirche, aber die machen keine Filme. Ja. Noch eine Frage, ja? Ja, das habe ich. Ja, das habe ich ganz gewiss. Also ich meine natürlich auch dadurch, dass ich dann auch mehr über ihn als Mensch oder erfahren habe, habe ich gemerkt, wie autobiografisch auch seine Filme sind. Ja, also der Truffaut hat darüber einen großen Artikel geschrieben, dass Bergman der autobiografischste Regisseur war, den er kennt. Also insofern haben die Filme auch immer etwas mit seinem Leben zu tun. Ja. Und das haben meine Filme eigentlich auch. Also darin habe ich mich auch wiedererkannt. Also tut proportion garde, also jetzt nicht, dass ich mich mit ihm als Künstlerin vergleiche, aber diese Art von immer doch sein Leben auch in gewisser Weise mit in den Film hineinzupacken und die jeweilige Stimmung oder das jeweilige, was sie von außen aufnehmen in der Welt, das habe ich begriffen jetzt mehr, ja. Aber ich könnte, glaube ich, noch 10 Jahre weiter, wenn, so lange lebe ich nicht mehr, aber ich könnte immer noch weiter forschen, wird sicher immer noch etwas entdecken. Und ich glaube, auch wenn man die Filme sieht und wieder sieht, und gerade in welchem Moment des Lebens man einen Film sieht, sieht man ihn auch wieder anders. Das hängt dann wiederum mit dir selber zusammen, wo du gerade stehst. Ja, und insofern kann man die Filme auch immer wieder sehen.
weil man sich immer wieder neu konfrontiert und immer wieder was Neues auch für sich daraus erfährt. Ja. Also das würde ich Ihnen allen empfehlen. Wäre schön, wenn Sie ein bisschen Bergmann-Filme sich wieder anschauen. Ja. Sie waren da hinten? Wie lange hast du an dem Projekt gearbeitet? Wann haben wir angefangen zu drehen? September, Oktober. Und während ich noch gedreht habe, hat Bettina schon geschnitten, Bettina Böhler. Also, und wir waren fertig. Wann waren wir fertig? Im März, glaube ich. Oder, Bettina? Ja, März. Also eigentlich sehr, sehr, sehr wenig Zeit. Aber das kam natürlich durch Bettina, die so da also wirklich ihre ganze Power reingegeben hat. Und die beiden, Constanze Speidel, die Producerin, und Felix Möller, mein Sohn, die also die ganzen Dokumentationen rangeschafft haben. Also da musste ich mich nicht selber überall bemühen. Was gibt es da? Ja. Hier noch jemand? Ja. Ich habe mal vor langer Zeit gelesen, dass Bergmann zum Schluss seines Lebens so das Fazit gezogen hat, naja, eigentlich habe ich mich von dieser Pastorenrolle oder dieser pastoralen Identität meines Vaters gar nicht so weit entfernt. Das hat mich so ein bisschen befremdet. Haben Sie das so auch in dieser Erkundung begreifen gelernt? Ja, also ich glaube, er hat natürlich, sein Vater ist immer mit ihm gegangen. Also der hat sich nie ganz von ihm entfernt. Und wenn man Laterna Magica liest, das hat er ja auch eigentlich relativ spät geschrieben, da fällt einem auf, dass er viel mehr über seine Kindheit schreibt, also über seine Großmutter, über seine Mutter, über seinen Vater. Also es sind Seiten und Seiten und Seiten, und über seine Frauen und Kinder eigentlich viel weniger. Also insofern kann man schon denken, dass ihn das also sein Leben lang und sicherlich dann auch bis ins Alter hinein, und gerade im Alter geht man ja dann wieder zurück in die Kindheit. Ja. Also er hatte vielleicht eine kurze Periode, wo er sich mal nicht als Kind gefühlt hat, und also im Film sagt das ja auch der Daniel, dass in dem Moment, wo die Ingrid Bergmann starb, er dann geschrieben hat, ich muss nun endlich aus dem Kinderzimmer raus. Ja, also er hat sich schon eher mit Kind identifiziert als mit ihm als Erwachsenen selbst. Ja. Und dass das dann wieder ganz zum Schluss vielleicht dann doch wieder die Oberhand gewinnt, das mag schon sein. Also ich kann das nicht bestätigen, aber ich könnte es mir vorstellen. In Fanny und Alexander kann man, das war ja auch ein relativ später Film, kann man das ja nachvollziehen. Mhm. Naja. Sie hatten eine Frage hier vorne? Mhm. Meine Frage wäre, wie kann man sich das erklären, dass in München, in der zweitwichtigsten Schaffensstadt eigentlich oder Ort, das Interesse so relativ gering ist am Jubiläum, wenn man sich die Veranstaltungen im Kulturkalender anschaut und wenn man auch mit Leuten spricht, haben sie Interesse mitzuwirken an irgendeinem Event zu Bergmann, weder an der Filmhochschule noch an anderen Einrichtungen. Da heißt man, ja, Bergmann, das ist nicht das Thema von heute. Wie kann man sich das erklären? Wie kann man dem gegenüber anders treten? Ich hoffe, Ihr Film bewegt jetzt was. Naja, bin total erstmal gespannt. Gar nicht. Ja, das ist ganz anders in Frankreich. Also in Frankreich ist er noch sehr präsent und sehr lebendig. Nun gibt es allerdings auch diese vielen Filmkunstkinos, gerade in Paris. Und da kann man in einem der Kinos mindestens einmal im Jahr eine Retrospektive sehen. Und Sie werden auch sehen, wenn Sie die Film sehen, da ist eine ganz junge Filmemacherin drin, die Mia Hansen-Löw, die dreht gerade auf Farö einen Film, weil sie ihn eben auch so verehrt. Und also da ist das ungebrochen, die Verehrung oder auch das Interesse. Ja, Deutschland, die sind, glaube ich, alle durch Tarantino etwas aus dem rausgeschleudert worden, aus dieser Art von Interesse. Ja. Ich weiß nicht, wer heute, ich habe ja manchmal an Filmhochschulen unterrichtet und da war am Anfang immer Tarkowski und Bergmann, ja, und dann kam Tarantino und jetzt weiß ich nicht, im Moment ist sicher vielleicht schon wieder irgendeiner von Netflix drauf oder wie. Also ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Also gehen Sie in Ingmar Bergman-Filme, wenn sie erhältlich sind? Gehen Sie in auf die, der Suche nach Ingmar Bergman von Margarete von Trotta, seine wunderbare Dokumentation, die ich jedem ans Herz legen kann? Da ist doch noch eine Frage. Jetzt wollte ich schon... Aha, aha. Sehr ja, gut. Also da haben wir es schon. Danke, Dunja Bialas. Danke dir, liebe Margarete, für dieses Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Danke. Danke.